Bauäusende. Ich heiße Josef Kramitzberger und euch da herzlich willkommen. Das Thema von meinem Vortrag ist unsere steirische Grammatik, die was wir jetzt bei der EU einreichen tun. Damit sie genauso geschützt wird wie zum Beispiel unser hervorragendes steirisches Kirnl oder unser grandioser steirischer Schülker. Was wiederum zur Folge hat, dass unsere Schülerinnen und Schüler beim nächsten PISA-Test wieder besser abschneiden tun. Wir haben dieses Projekt schriftlich bei der EU in Brüssel eingereicht und wir haben auch einen prominenten Befürworter, nämlich einen Steirer, der was zwar nicht mehr gescheit steirisch kann, aber eigentlich kann er dafür auch noch nicht. Unseren allseits geliebten und geschätzten Arnold Schwarzenegger. Und wenn dieses Projekt durchgehen tut, dann tun wir das Stadion wieder nach ihm benennen. Um Ihnen also hier zu zeigen, wenn man bei uns in der Steiermark was sprechen tut, habe ich diese Flipchart vorbereitet. Wir sagen allerdings nicht Flipchart dazu, sondern Herzogzettel. Also erstes, von meinem Beispiel, da geht es um Transportmittel. Ein Transportmittel benötigt man, um von A nach B zu gelangen. Also zum Beispiel von Alt aus See nach Bad aus See, wo man auch Touristen kennt, aber wir benutzen ein Transportmittel, und zwar ein Moped. Moped ist im Steirischen weiblich, weil es heißt die Moped. Die Mehrzahl von die Moped ist entweder die Mopeden oder die Mopeds. Das Tonwort zu den Mopeds ist Bledern. Wir bledern also mit dem Moped von Alt aus See nach Bad aus See, obwohl man zu uns geht. Ein nächstes von meinen Beispielen, ein Beispiel aus dem Bereich Gemüse. Das ist laut. Ja, auch das Laut ist im Steirischen weiblich, weil es heißt die Blutschen. Die Blutschen ist über Semmering, hinter Semmering bei den Wiener wieder männlich, weil dort heißt der Heifel. Und das ist ein schon leicht grünlicher Bürgermeister. Als letztes von meinen Beispielen, ein Beispiel aus der Arbeitswelt, nämlich der Arbeiter. Der Arbeiter heißt bei uns in der Steiermark Bracker. Und der, was am meisten arbeiten tut, das ist bei uns der mehreste Bracker. Auf diesem nach strengen EU-Richtlinien geführten Bahnhof bin ich der mehreste Bracker. Und jetzt muss ich leider in die andere Stelle, weil ich muss den Hau anfangen. Ich muss nämlich morgen zum Doktor und er hat gesagt, dass er eine Handprobe mitbringen kann. Und das Viech ist so schwer zu unterwischen. Aber heute erwischen, wenn es mit dem Moped zusammenführt ist.